Oh, Lami, sag mal, was wird denn eigentlich da vorne bei der Baustelle gebaut? Das hast du mir ja noch nie verraten. Oh, Dämonenmädchen, stimmt, das weiß ich ja noch gar nicht. Aber hier schon lange eine Baustelle, denn hier wird ein Kino gebaut. Ein Kino? Aber was ist das denn jetzt hier für eine komische Flasche? Hey, was ist das? Das sieht aus wie eine Panzerglas-Glasflasche. Eine Panzerglas-Glasflasche? Das ist ja mal ein komischer Name, aber hey, lass uns mal nach da oben gehen und uns das Ganze von oben einfach mal angucken. Oh, da bin ich dabei. Das hört sich spannend an. Ich war noch nie auf so einem Kran. Wow, wir sind ja wirklich ziemlich, ziemlich hoch über dem Boden, Lami. Oh, ich war ehrlich gesagt auch noch nie auf so einem Kran, aber das ist ja echt voll cool hier. Und warte mal, können wir dieses Ding auch vielleicht steuern? Aber jetzt nochmal zu dieser Glasflasche, was ist das denn hier? Warte, lass uns mal hier am Seil runterziehen. So, okay. Das ist also diese Glasflasche. Und, warte mal. Das ist ja wirklich Panzerglas, Dämonenmädchen. Aber das ist auch ziemlich, ziemlich rutschig, muss ich zu dir sagen. Warte mal, du hast recht. Oh Gott, oh Gott. Warte mal. Jetzt sind wir beide hier unten. Oh Mann, ey. Oh, wir sind hier beide ausgerutscht. Du meinst wohl reingerutscht, du Dulli. Alles klar, aber hey Freunde, ich bin Lami, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, wie ihr seht, ich und das Dämonenmädchen stecken hier in dieser Glasflasche fest. Oh Mann, Hilfe, wir brauchen Hilfe. Aber Freunde, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert noch etwas Liebes über mich oder die Lami-Familie oder das Dämonenmädchen. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall ein Teil der Lami-Army. Die coolste Army auf ganz YouTube. Stimmt es, Dämonenmädchen? Oh, aber sowas von. Die Lami-Army ist die allercoolste Army. Und jeder, der noch nicht abonniert hat, lasst schnell ein Abo da oder ich komme zu euch nach Hause und hau euch auf den Popo. Oh. Oh, obwohl du lieb geworden bist. Das ist aber ziemlich, ziemlich böse, Dämonenmädchen. Bla, 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 Lami. Aber jetzt mal andere Frage. Wie kommen wir hier endlich raus? Ich möchte raus aus dieser Glasflasche. Oh, stimmt, da hast du wirklich recht. Hey, Hilfe! Hört uns denn niemand? Hallo? Wer Emily? Ist denn deine Glasflasche? Das ist doch Emily. Was? Emily, hey, hilf uns. Wir sind hier reingerutscht wie so kleine Tollpatsche. Pass aber auf, wow, das ist wirklich glitschig. Oh Gott. Hey, Emily, kannst du uns vielleicht helfen? Euch helfen? Also, ich war gerade bei einer Frau, die hat mir so einen Trank gegeben. Benutzt den doch einfach mal und probiert es aus. Ich weiß gar nicht, wofür der ist. Ein Trank zum Springen? Oh, warte mal. Das nützt aber nichts. Wir sind hier im Wasser. Wir können ja nicht hochspringen. Wir brauchen irgendwas anderes, Emily. Jetzt wurde der Trank ja total verschwendet. Oh Mann, ey. Wir brauchen irgendwas Sinnvolleres. Los, hol etwas. Okay, dann gucke ich mal, was ich hier so finde. Oh, ich habe noch eine Idee. So, zack, zack. Ich komme jetzt wieder. So, zack, 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 Sand? Zack. Was wollen wir denn mit Sand machen? Hey, das bringt uns doch gar nichts. Den habe ich am Strand gefunden. Ich dachte, vielleicht kann der euch helfen. Wie soll der uns denn helfen? Das ist nicht mal genug Sand, um uns nach ganz zu oben zu bauen. Oh Gott, wir brauchen irgendwas anderes. Keine Ahnung, TNT oder sowas. Wir müssen hier das Ganze hier aufsprengen. TNT? Oh, ja. TNT hört sich gut an, Lami. Das ist eine gute Idee. Aber TNT nicht hier reinspringen, oder? Warte mal. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen TNT in meiner Tasche. In deiner Tasche? Alles klar, dann... Ja, man weiß ja nie, was man heute alles so macht oder so. Okay, komisch, dass du TNT in deiner Tasche hast. Aber, na gut, ich versuche hier das mal Ganze aufzusprengen. Wartet mal, das Wasser mache ich hier mal weg. Zack, und okay, hier ein Loch gemacht. Okay, bist du bereit? Los, Dämonenmädchen! Du bist auch durchgeknallt. Oh mein Gott, es ist gar nichts passiert. Wartet mal, das kann doch nicht wahr sein. Es ist hier kein Loch, das ist wirklich Panzerglas. Wir bekommen das hier wirklich nicht kaputt, egal wie lange wir hier gegenhauen. Oh Mann, Emily, wir brauchen irgendwas anderes. Ich guck mal in meiner Tasche, ob ich noch irgendwas finde. Oh ja, ich habe noch was gefunden. Vielleicht könnt ihr euch das helfen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, Lami.
Was sagst du? Eine Bazooka? Ja, ganz genau. Soll ich schießen oder wollt ihr drauf schießen? Schießt du von außen einfach drauf, okay? Okay, das ist eine gute Idee. Seid ihr denn überhaupt bereit? Ja, das bin ich. Okay, dann geht's gleich los. Das hat ja mal wieder gar nichts gebracht. Das kann doch nicht sein. Das Glas ist wirklich unkaputtbar, glaube ich. Oh Mann. Was soll ich denn jetzt? Vielleicht habe ich noch eine Ersatzlösung. Warte mal. Was ist das denn? Eine Kanone? Hey! Warum bricht das Glas denn nicht? Gib mir mal die Waffe, ich versuch's von innen. Oh ja, ich kann dir auch die Bazooka geben. So, bitteschön und bitteschön. Aber die Bazooka nicht gegen mich schießen, okay, Lami? Alles klar. Dann versuche ich das mal und... Das hat wieder nichts gebracht, Lami. Dieses Glas ist doch verflucht. Oh, Emily, wir brauchen irgendwas Besseres. Hier klappt ja wirklich gar nichts. Ich glaube... Oh, warte mal. Ich sehe das Perfekte da hinten. So, warte, ich muss das kurz abbauen. So, zack. Oh, Lami, ich habe was gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt und dann... Ich habe eine Leiter gefunden. Bitteschön. Eine Leiter? Wie sollen wir denn mit einer Leiter nach oben kommen? Mehr habe ich halt nicht gefunden, Lami. Oh Mann, ich glaube, wir stecken hier für immer fest, Lami. Oh, ja. Ist ja gut. So, ich probiere es mal mit der Leiter. Aber... Ich komme nicht hoch, Emily. Ich weiß nicht. Ich habe noch so viele Sachen in meiner Tasche, aber die würden euch nicht viel bringen. Aber versuchen können wir es ja natürlich. Einmal den Kopf weg und aufpassen. Eine Hantel? Ja, genau. Eine Hantel. Los, du musst trainieren, damit du das Glas aufschlagen kannst. Das ist ja mal eine gute Idee. Alles klar. Und eins und zwei und drei und vier. Und ich habe keine Kraft mehr. Lami, du bist ja total schwach. Da hab ja ich sogar mehr drauf, Lami. Oh, langsam nährt mich das Wasser. Ich möchte hier raus. Oh Mann, Emily, wir brauchen irgendwas anderes. Diese Hantel bringt uns nicht weiter. Das ist das Letzte, was ich in meiner Tasche habe. Das Letzte? Sag mal, ist das ein Sprungbrett? Warte mal. Hey, das ist ja mal mega gut. Oh, ja, Lami, du bist gleich oben. Los, Lami, du schaffst das. Lami? Und, warte mal, höher geht es nicht. Aber wenigstens bist du jetzt ein bisschen höher als vorher. Hey, Emily, wir brauchen irgendwas anderes. Irgendwas anderes? Oh, ich habe noch eine Idee. Dafür muss ich kurz zum Meer gehen. So, Lami, Wasser wir sind nehmen. Wir sind schon fast draußen. Oh ja, aber warte mal. Was hat Emily gesagt? Die holt Wasser? Oh Leute, ich habe einen Wassereimer. Und auf die Idee kommst du erst jetzt. Los, her damit. Bitteschön. Und jetzt einmal hochschwimmen. Los, Dämonenmädchen. Ich kann nicht schwimmen. Hey, hilf mir. Was? Oh Mann. Oh Gott, da müssen wir sie gleich noch extra retten. Alles klar, aber endlich bin ich draußen. Danke dir, Emily. Oh, kein Problem, das mache ich doch gerne. Das tut mir jetzt aber leid, Lami. Lami, jetzt hol mich endlich hier raus. Ich steck doch immer noch fest. Ich setz all meine Kräfte ein. Jetzt komm endlich raus, Dämonenmädchen. Du kannst das Glas aufschlagen? Was ist denn mit dir los? Hey, ich war jetzt in letzter Zeit im Fitnessstudio. Du weißt doch, den Winterspeck abarbeiten. Das heißt, Emily ist stärker als du, Lami. Ist das nicht peinlich? Das ist unfair. Oh Mann, ey. Aber Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schaut doch unbedingt bei Emily vorbei. Dort haben wir auch coole Videos aufgenommen. Die müsst ihr unbedingt abchecken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder. Und ciao.